Hi, ich bin Roland von Mobile Geeks und was wir hier haben, ist das neue Jotaphone. Das Jotaphone ist ein ziemlich spezielles Smartphone, denn das Gerät hat nicht nur ein ganz normales IPS-Panel auf der Front, sondern auf der Rückseite sitzt auch noch ein E-Paper-Display. Das ist also im Prinzip das gleiche wie bei einem Kindle oder einem anderen E-Reader. Es ist also ein Graustufendisplay, was in der Lage ist, auch bei mangelnder, also nicht vorhandener Energieversorgung weiterhin Inhalte anzuzeigen und somit den Akku nicht zu belasten. Wir wollen das Gerät erstmal auspacken und uns in einem späteren Video damit weiter befassen. Das Jotaphone stammt von dem russischen Hersteller, der auch Jotaphone heißt und im Prinzip eine Tochter des russischen Netzbetreibers Jota ist. Das Gerät soll im oberen Preissegment angesiedelt sein, dementsprechend sieht die Verpackung auch ziemlich edel aus. Ich verrät einem schon mal, was hier überall drin ist und so weiter. Ist ganz normal aus Papier gehalten. Der innere Teil ist jeweils so ein Schaumstoff. Und ja, wir packen es einfach mal aus. Das geht ziemlich schnell, denn die Packung wird einfach so aufgeklappt und schon hat man das Gerät vor sich liegen. Wir wollen uns allerdings auch den Inhalt der Verpackung natürlich mal näher ansehen. Da haben wir hier zum einen das Headset. Das hier sind natürlich die ganz normalen kleinen Ohrstöpsel, die Ersatzteile dafür. Ich hole das Headset da jetzt nicht extra raus. Ganz normales In-Ear-Headset, dürfte von einer recht ordentlichen Qualität sein. Hier unten haben wir den kleinen Pieker für den Micro-SIM-Slot. Pack den mal wieder zurück. Und in der Mitte natürlich das Jotaphone mit seinen beiden Displays. Am rechten Rand sitzt dann noch das Netzteil mit seinem Micro-USB-Kabel, ganz normales Standardkabel. Das Netzteil ist recht interessant. Ich probiere mal, ob ich es hier rausbekomme. Der Schaumstoff ist ein bisschen widerständig, spenstig in der Hinsicht. Und ich glaube nicht, dass ich es jetzt schaffe. Ich lasse es einfach drin. Ist ein ganz normaler kleiner USB-Charger, der mit, ich glaube, einem Ampere arbeitet. Die Besonderheit ist hier, oder ein nettes Feature ist hier jedenfalls, dass dieses Logo beleuchtet ist. Also sobald das Gerät angesteckt ist und geladen wird, leuchtet das Netzteil mit und sobald das Gerät voll geladen ist, erlischt die Beleuchtung des Netzteils und dann wisst ihr ganz genau Bescheid, dass es voll geladen ist. Kommen wir zum Smartphone selbst. Da haben wir hier auf der Front ein 4,3 Zoll großes 720p IPS Display mit einem kapazitiven Touchscreen oben drauf. Unten drunter gibt es hier einen kapazitiven Streifen. Da sind nicht die normalen Android-Buttons, wie bei vielen anderen Smartphones vorhanden, sondern damit lassen sich Gesten ausführen. Das hat den Grund, dass auf der Rückseite das E-Ink-Display ähnlich bedient wird. Wir gucken uns allerdings erstmal die Vorderseite zu Ende an. Da haben wir hier oben eine 1-Megapixel-Kamera und daneben den Abstand und den Lichtsensor. Darüber natürlich den Ohrhörer. Weiterhin geht es oben weiter mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss, einem Mikrofon für die Umgebungslautstärkeunterdrückung und dieser Kombination aus dem Micro-SIM-Slot und dem Ein- und Ausschalter. Ihr drückt also hier außen drauf, damit geht das Gerät an und aus, beziehungsweise der Standby-Modus wird aktiviert und in dieses kleine Loch steckt man eben diesen SIM-Slot-Schlüssel, um das Ganze rauszunehmen. An der rechten Seite sitzt soweit erstmal nichts, aber da sieht man schon, dass das Gerät oben etwas dünner ist als unten. Unten geht es weiter mit dem Micro-USB-Anschluss und dem ganz normalen Mikrofon. Und auf der linken Seite gibt es die Lautstärke-Wippe. Die hat eine Doppelfunktion, denn sie dient auch für die Navigation durch die Inhalte auf der Rückseite. Und hier seht ihr dann das ebenfalls 4,3 Zoll große E-Paper-Display. Die Auflösung liegt hier allerdings nur bei 640x360 Pixeln. Sie ist also nicht genauso hoch wie bei dem 720p-Screen auf der Front. Hier unten gibt es dann noch eine 13-Megapixel-Kamera und einen LED-Blitz, den weiteren Lautsprecher. Und dieser Bereich hier unten drunter ist auch touchempfindlich, denn das Display selbst hat keine Touch-Oberfläche. Die Navigation erfolgt also entweder über die Lautstärke-Wippe oder hier unten über dieses Touchfeld, mit dem sich verschiedene Gesten realisieren lassen bzw. verschiedene Funktionen. Jotaphone will das Gerät, wie gesagt, im oberen Preissegment platzieren, unter anderem wegen der netten Funktionen der Rückseite. Das
Ist aber auch von der Hardware durchaus begründet, denn das Gerät hat 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Flash-Speicher. Außerdem hat Jotaphone dem Teil einen 1,7 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 verpasst, der auf der Crate-Architektur basiert und in ähnlicher Form auch in einigen Nokia-Geräten verbaut wird. Es ist also kein Quad-Core oder ähnliches, aber der dürfte durchaus in Sachen Leistung für alles ausreichen, was man so großartig damit machen will. Es ist ein 1800 mAh Akku drin und LTE-Unterstützung, was auch noch ein ganz nettes Feature ist. Ja, ich habe das jetzt mal angemacht und da seht ihr schon, ganz normales 4,3 Zoll Display. Die Pixeldichte ist wegen der hohen Auflösung bei 4,3 Zoll mit 341 Pixel pro Zoll relativ hoch. Und auf der Rückseite seht ihr dann schon das E-Ink-Display, was mit einigen Gesten entsperrt wird und dann unter anderem Benachrichtigungen und ähnliches anzeigen kann. Aber das zeige ich euch in einem späteren Video. Wir gucken mal ganz kurz nach der Android-Version. Die haben wir nämlich, wurde vorhin gerade aktualisiert und ist immer noch 4.2.2. Sie haben also eher kleinere Änderungen vorgenommen. Aber die schauen wir uns, wie gesagt, in einem weiteren Video an. Das ist erstmal das Jotaphone, was in diesen Tagen auf den Markt kommt und wahrscheinlich auch in Deutschland zu haben sein soll. Ich war Roland für Mobile Geeks. Auf Wiedersehen.